So, hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Need for Speed Most Wanted 2. Wir fahren noch immer mit dem Lexus LFA und ich habe beim letzten Mal nur eine einzige Folge aufgenommen. Jetzt nehme ich wieder mal ein paar Folgen am Stück auf und da sehe ich schon den Wagen, in den wir einsteigen können. Der ist uns beim letzten Mal scheinbar entgangen. Hier steht ein Nissan, okay. Okay, der gehört zum DLC. So. Aber da vorne war ein Wagen, in den wir einsteigen können. Was ist ein alter Lancia? Ja, nee, fahren lohnt sich mal, oder? Den können wir ja mal ausprobieren. Ist nicht schade, wenn wir den mal wenn wir mal versuchen, mit dem zu fahren, ist es nicht schade. Ja. Ich bin schon mal mit was Schnellerem gefahren, aber der zieht für so einen Wagen doch ganz schön. Der ist ganz schön schnell, der fährt 150, Alter. Stell ich das mir echt mal vor, dass so ein Wagen 150 wäre, das könnte ich mir das nicht vorstellen. Alter, der kommt auf 200, glaube ich. Juhu! Geiler Wagen. So, voll durchs Schild. Ja, abgekommen. Oh. Verdammt. Fail. So. Beep. Egal. So. Ja, das hätten wir mal. Ich weiß nicht, was wir hätten, das anfangen hätten wir mal. Jetzt fahre ich aber mit dem mal ein Rennen. Zielpunkt festlegen. Mit unserem höchst modernen Wagen. Der höchst modern ist. Unser Lancia irgendwas. In italienischer Sprache, die ich nicht beherrsche. Tja, Pech. Komm Lancia, wir zeigen Ihnen, wer hier der Boss ist. Ups, war nur eine Straßenlampe, kann man nichts machen. Nein, böser Wagen. So, wir fahren mal nach Straßenregeln hier. Ich kann hier ja nicht genau beschleunigen, dass ich muss das dauernd zum Gas fahren und wieder runtergehen. So. Schneller, ups. Überholspur. So überholt man. Start zu fahren. Wir sind zu schnell. Zum Gas gehen, bremsen. Ups. So, jetzt machen wir wieder auf Racer, das war jetzt langweilig, jetzt geht wieder vorwärts auf Racer. So. Woohoo. Alter, geh weg von da. Geisterfahrer sein ist nicht immer das Lustigste, was man tun kann. So. Ich bin kein Geisterfahrer aus Leidenschaft und da, wir fahren jetzt direkt durch den Park durch und hinter uns ist ein Kopf, was sehr praktisch ist. Wir uns aber nicht, er biegt ab und sieht uns nicht. Weil ihr wissen wollt, weil ich das merke, ich komme dauernd auf die Karte hin. Ja, das ist relativ praktisch, dass die Karte da ist, weil ich nämlich alle Cops in der Nähe habe. So, und jetzt. Alter, wie konnte ich den übersehen? Ich dachte mir so im letzten Moment. Ja, okay, leck mal weg. Ups, da war schon zu spät. Mann, ist geschrottet. So, mit Full Speed darunter. Alter, der Wagen kann echt über 200 fahren. Ziehe sogar wirklich ganz schön. So. Wie ich ja schon in mehreren Folgen gesagt habe, bin ich sehr gespannt auf das Spiel Need for Speed Rivals. Also ich freue mich echt drauf. Ich glaube, das wird mal was anderes. Oder vielleicht ein bisschen von Persever ähnlich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wie ich auch schon milliardenmal gesagt habe, gibt es ja ein Ferrari in dem Spiel, was mich hier wundert, da jetzt glaube ich, in dem Spiel noch nie eine Ferrari gegeben hat. So. Alter, das ist langweilig, ich muss einfach in der Gegend herumfahren und das Rennen beenden. Achso, da ist es. Polizei! Abbremsen! Gut. Der hat uns jetzt fast bemerkt, hallo! Glück gehabt. So. Und glaube ich, dass ich mit der Karre sogar noch einen Drift machen kann. Dass ich mit der Karre die Reifen durchdrehen lassen kann und sich starten kann, ist ein Wunder. So. Ich bin gespannt, gegen was für Loser-Autos ich jetzt fahren muss. Das gucken wir uns wie immer an. Ja. Really interesting. Na, tut sich nichts.
Strommast. Yeah, Ford Focus für uns. Gangsterwagen. Und von außen. Yeah, und von innen. Scheiße, da war eine Abkürzung. Deswegen ist es so ab. Deswegen ist es so komisch abgehoben. Audi. Weg mit dir. Au, falsche Richtung. Tja, ich will nächstes Mal schon auf die Karte schauen. Ich bin es gewöhnt, dass bei jedem Speed immer solche Absperrungen sind, dort wo ich hinfahren muss, aber nein, so ist es diesmal nicht. Da wäre ich draußen auf der Straße sogar schneller gewesen, oder? Okay, die werden wir nicht mehr einholen, aber ein Versuch ist es wert. Den ersten haben wir schon. So. Oh, zu. Und jetzt geht's wieder los auf der Straße. So, nein. Oh, knapp. So, den holen wir uns jetzt aber wirklich hier. Von innen bzw. außen. Keine Ahnung, was es jetzt gerade war. Aber der war von außen. Mann, weg mit dir. So, den hätten wir dann mal. So, ich habe gerade ein Mikro gerichtet. Ich glaube, ihr habt das auch bemerkt irgendwie, dass ich jetzt ein kleines bisschen lauter sein werde. Den hole ich mir jetzt. Komm. Ja. Wir sind schon Zweiter. Ja, sehr gut. Geh weg. Ja, wir sind Erster. Sehr gut. Und da ist das Ziel. Alles aufgeholt, wir sind der Erste geworden. So wie es sich gehört. Nitrobrenner und Geländereifen verfügbar. 12.000 Speedpoints. Was will man mehr? Und wir haben. Ja, wir haben den nächsten McLaren. Den nächsten Most Wanted freigeschaltet. Den McLaren MP4. Sehr schön. Oder? Ohne ein Rennen brauchen wir noch bis zum McLaren MP4. Ich dachte, wir haben ihn noch. Oh. 12.000 Punkte waren schon integriert. Oder wie? Ja, die 12.000 Punkte waren gleich integriert, deswegen. Ich dachte, das sieht so scheiße aus, dass mein Auspuff das nicht rauskommt. Ja! Ja, dann fahren wir gleich noch ein Rennen mit denen. Hinterhalt, Rundkursrennen, Tempo, ja. Machen wir den Rundkurs hier. So, mal mit dem Lunch hier unterwegs. Die alten Kisten. Mit so einer alten Kiste. Macht aber irgendwie Spaß mit dir zu fahren. Hallo Herr Polizist. Ups. Scheiße. Lass mich weiterfahren. Verstanden. Code 3 wurde genehmigt. Verstanden. Habt ihr Marke? So. Ja. Und tschüss. Den hängen wir hier fast beinhart ab. Tschüss, Ford Chrome Victoria. Polizeiwagen, den ich hasse. Ich musste leider helfen. Ah, Mann. Ich wollte jetzt den Zivilisten in die Kopf stoßen, dass ich es auch durch kann und die Straßensperre freimache. Ist hier aber nicht ausgegangen. Pech. So, den fahre ich jetzt mal davon. Die erwischen mich nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr. Komm, Alter! Ich muss schneller gehen! Beeil dich! Oh. Scheiße. Scheiße. Nein, da kommt wer. Schnell! Der hat mich gleich. Und mich juckt's grad. Ja, entkommen. Und gleich in Richtung dem Rennen, wo wir hinfahren wollen.
so. Wir haben noch 6 Most Wanted für uns, also wenn wir den schaffen, haben wir die Hälfte schon erledigt. So. Drift. Und ab ins Ziel. Wow. Weg mit dir, Alter. Nerv mich nicht. So. Gedriftet und erledigt. Jumping Jacks. Ja. Oh Mann, wie unrealistisch wieder mal. Ich kann da nichts erkennen. Ja, Baustelle, oder? Klar, Baustelle. Nee, Abrissgebäude. Oder Baustelle. Keine Ahnung. Ja. Linie. So, Alter, da fahren... Wie viele Leute fahren da mit? Da fahren 10 Leute mit. Wie geil ist das? Wie geil. Juhu! Und wir sind schon 5 da. Alter, geiles Rennen. Geistes Rennen bisher in dem ganzen Spiel. Und nein. Geh weg. Alter, blockier mich nicht. Scheiße, verfahren. Tja, mal Versuch. Ich habe mich hier beinhart verfahren. Jumping Jacks. Kenn ich schon. So, und jetzt? Da kommen sie. So, wir fahren im Windschatten, deswegen bekommen wir sehr viel Nitro. Und jetzt an allen vorbei. Oh, wow. Alter, was geht hier ab? Was war das jetzt? Alter. Bist du ein Rumkus rein? Wow. Nochmal ein Slam Takedown. Das blockiert mich mehr, statt dass es mir hilft, Alter. Egal. Ich muss hier mehr viel auf die Karte schauen. Mehr viel, ja. Ich muss ja echt viel auf die Karte schauen, dass ich weiß, wo ich hinfahren muss. Scheiße. Alter. Wow. Ausgeschaltet. Ah. What the hell? Crazy shit. Das Rennen ist echt nicht normal. So. Ich glaube, wir sind gleich in der zweiten Runde. Ja, wir sind schon in der zweiten Runde. Ich sollte mich beeilen. So, jetzt kenne ich den Kurs schon. Jetzt kann ich gleich mal mit mehr Geschwindigkeit fahren. Ich war immer außerhalb von der Tankstelle, ich kapier's nicht. Aber, na, no risk, no fun, ich sollte das machen. Ich sollte mitten durch die Tankstelle fahren. No risk, no fun! Dritter. Nein! Die eine Eisenstange, genau dort springen wir an. Why not? Oh, leck mich fett, Alter. Ach, keine Chance, keine Chance. Nein, ich will noch besser werden als 7. Ah, okay, 6. In Jumping Jacks. So. 15 Minuten sind jetzt ungefähr vorbei.
Und damit beende ich diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!